Manche feiern im Wald, manche auf der grünen Wiese, andere wiederum mitten in der Stadt. Okay, das tun wir Bamberger auch, aber jetzt mal ehrlich, wer kann mit dieser Kulisse mithalten? Im Herzen der Bamberger Altstadt und an den Ufern von Klein-Venedig feiern seit 65 Jahren nicht nur die Bamberger, sondern mittlerweile Besucher aus aller Welt die Sandkerwa. Sie vereint Tradition und Vergnügen auf sehr charmante Art und Weise. Nur ein Grund von vielen, warum jedes Jahr geschätzte 300.000 Besucher auf dieses Volksfest pilgern. Es ist absolut schön hier mit so vielen Menschen auf der Straße. Und Sie hören es ja gerade, die Stimmung ist toll. Und Sie mögen das Bier? Ja, das Bier schmeckt sehr gut. Ich habe ja erst vor einigen Tagen mit dem Biertrinken begonnen und es ist sehr gut. Woher sind Sie? Nürnberg. Sie kommen aus Nürnberg zur Sandkerwa, das finde ich super. So ist es, ja. Okay. Gefallen mir besser wie die ganzen Kirchweine in Nürnberg. Die werden immer kleiner und taugen nichts. Seitdem, dass wir nicht mehr erben dürfen, fahren wir da runter. Und was ist das Schöne hier? Das Sitzen. Das Wetter, wenn es passt. Wir haben noch nie Regen wieder gehabt. Weizenbier. Exzellent. Das gibt es bei uns in Australien nicht. Das schmeckt richtig gut. Kurzentschlossene sollten sich schnell auf den Weg nach Bamberg machen, damit sie die Höhepunkte der Sandkerwa, Fischerstechen am Sonntag sowie Hahnenschlag und Hochfeuerwerk am Montag nicht verpassen.